Der 15. Dezember 1995. Ein Datum, das Jean-Marc Bosman und die gesamte Fußballwelt nie vergessen werden. Es war der Tag, an dem ein beinahe unbekannter belgischer Mittelfeldspieler Geschichte schrieb. Der Europäische Gerichtshof entschied zu seinen Gunsten im Prozess gegen den belgischen Fußballverband. Eine Entscheidung, die den Fußball für immer verändern sollte. 1990 lief Bosmans Vertrag beim RFC Liège aus und er wollte sich dem französischen Team Dunkerque anschließen. Doch damals verboten die Regeln im Fußball, dass ein Spieler in der EU ablösefrei den Verein wechselt. Selbst dann, wenn sein Vertrag endet. Das änderte sich jedoch mit der sogenannten Bosman-Entscheidung. Mein Anwalt und ich dachten, das Ganze wäre innerhalb von wenigen Wochen erledigt. Aber so lief es nicht. Ich war mir sicher, dass ich im Recht war, dass es kein Fehler war. Aber es fühlte sich an wie eine Sackgasse. Also sagte ich zu mir, ich gehe vor Gericht, ich halte Stand. Jean-Marc war in der Tat der Einzige, der den Mut hatte, es zu tun. Ich weiß, dass sie damals versucht haben, ihn umzustimmen und ihm eine Menge Geld geboten haben. Darum bewundere ich ihn. Er hatte nie Zweifel daran, weiterzumachen. Vieles hat sich in den folgenden 20 Jahren im Fußball verändert. Sowohl Einkünfte als auch finanzielle Unterschiede sind gestiegen. Die Gehälter für Spieler klettern höher und höher. Besonders in England lockt das große Geld. Durch den regen Zufluss ausländischer Spieler sinkt die Anzahl an selbst ausgebildeten Fußballern. Noch immer profitieren Spieler von der Bosman-Entscheidung. Doch dieser selbst bekam nie die Chance dazu. In den vergangenen 20 Jahren bekam ich eine Abfindung. Ich habe davon eine Menge Steuern gezahlt und dazu auch noch meine Anwälte. Nach so einem Prozess gegen eine der mächtigsten Organisationen der Welt kann ich dir garantieren, dass dein Leben eine Tortur wird. In der Fußballwelt will dich niemand sehen und viele Sponsoren arbeiten mit diesen Organisationen zusammen und daher wird es schwierig, einen Job zu finden. Du wirst eine persona non grata. Haben Sie Ihr Leben ruiniert? Oh ja, mit Sicherheit. Sie haben mich bezahlen lassen. Nach nunmehr 20 Jahren möchte der inzwischen 50-jährige Belgier aber endlich ein ruhiges Leben führen. Fernab von der Entscheidung, die seinen Namen trägt.